Ja, sehr schön und hoch. Scheiße, beeil dich jetzt, jo. Oh, gut. Oder so. Alter, da muss man aber auch rundherum klettern, sonst würde das wahrscheinlich auch viel zu schnell gehen. Und eine Feder. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man alle Federn hat. Also ich weiß, dass man dann, wenn man die Stadt renoviert und so, kriegt man mehr Geld praktisch, Einnahmen durch die Stadt. Und wenn man alle Federn hat, soll sich das nochmal erhöhen, die Einnahmen, um ein Vielfaches. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Vielleicht macht dann die Mutter da ein Bordell auf oder so, ich weiß es nicht. Und abwärts geht's. Und während es abwärts geht... Alter, die Map ist jetzt ganz schön voll geknüllt gerade. Hole ich mir noch die Codex-Seite und dann geht's zur nächsten Hauptmission. Oh, guck mal, 17 habe ich schon von 73. Mhm. Und ich werde mir alle holen, übrigens. Aussichtspunkte werde ich alle machen. Glyphen werde ich auch alle versuchen. Codex-Seiten nach Möglichkeit auch. Das dürfte kein Problem sein. Die dürfte ich ja so endlich finden. Auf die Art und Weise. Ja. Und dann mal sehen, wie ich das mit den Federn regle. Stirb! Einer noch. Oh, hat er mir eins mit dem... Verdammt. Alter, das klingt voll schmerzhaft. Voll so dumm. Voll in den Schädel, das Ding reingerammt, ey. Alter. Das war heftig. So, und eine weitere Codex-Seite haben wir erhalten. Ich will mal kurz gucken, ob es hier nicht irgendwo Verschwörer gibt. Es genau. Borgia. Die Borgias. Genau, ein paar sind noch unbekannt. Francesco de Pazzi und Viere de Pazzi sind auf jeden Fall auch mit an der Verschwörung beteiligt. Ja, ist auch besser so. So, dann wollen wir mal sehen. Schauen wir mal auf die Map. Was gibt's denn noch alles? Oh, da gibt es noch einen schönen Aussichtspunkt. Den markiere ich mir doch glatt mal. Und... Das waren sicher wieder diese Südländer. Ja, genau, die waren's. So, ich werde hier nochmal kurz... Heftiger Sprung. Datenbankenzugang. Hier gibt es irgendwo was. So, ich will mal was ausprobieren. Nein, Geld. Danke. Münzen! Ah! Ah, okay, gut. Die darf ich also nicht töten. So. Herolde. Sollte ein Herold versuchen, Aufmerksamkeit auf deine Meuchelmorde zu lenken, kannst du ihn sicher bestechen, damit er stillschweigt. Bekanntmachung, Neuigkeiten, Gesetze, Markttage und Ankündigungen wurden von den Herolden heraus ausgerufen. Denn in der Renaissance konnten viele Italiener nicht lesen. Es mussten besondere Gesetze erlassen werden, um die Herolde vor der Menschenmenge zu beschützen. Diese reagierte nämlich auf Ankündigungen von Steuererhöhungen mit äußerstem Missfallen. Natürlich. Alles klar, das war's auch schon. Trotzdem will ich da nochmal rein. So. Genau, hier an der Kirche war noch irgendwas. Irgendwo. Ja, ich hab's gefunden. Und Adlerauge. Da haben wir es. Sehr schön, mal schauen. Verstehst du, was los ist?
Noch nicht. Schon bald. So, was hat der denn für ein Rätsel für uns? Machtinstrumente, okay. Mit ihrer Macht mähten sie ihre Feinde nieder. Okay. Mal kurz gucken. Also spontan würde ich sagen... alle mit dem Schwert niedermähen. Nein. Da ist kein Schwert drauf. Ist da irgendwo? Nee, war klar. Nein. Zählt das als Schwert? Nein. Gut. Da ist kein Schwert drauf, oder? Doch. Mal schauen. Okay. Zoom. Da ist doch ein Schwert. Nehmen wir das mal... Nein, nehmen wir das mal raus und stattdessen... Wo haben wir es? Jawohl. Edensplitter 25, ein Schwert, das goldene Schwert, das Excalibur. Von ihren Händen lehnen sie sich die Weisen auf eine große Macht, okay? Ich hab eine Idee praktisch. Nee. Das war Bullshit. König Ludwig. In ihren Händen lehnen sich die Weisen. Ah! Moment. Kurz gucken. Da nicht. Da. Das kann ich nicht genau identifizieren. Nee. Oder... Ach, ich weiß es jetzt gerade nicht, was damit gemeint ist. Scheiße. In ihren Händen lehnen sich die Weisen auf eine große Macht. Das da? Das da? Das da? Da ist es nicht mit drauf. Jawohl, das war dieser Stab. Deswegen auch lehnen, abstützen auf einem Stab. Passcode gefunden, ein Glück, das war nervig. Genau, wieder einen kurzen Ausschnitt. Worum es da geht, kann man jetzt eigentlich noch nicht wirklich erahnen. Vielleicht, ja okay, vielleicht, aber... Im Normalfall noch nicht. So, wo ist der Ausgang? Da lang. Bewegen wir uns mal in Richtung Ausgang. Okay, geil, nicht schlecht. Oh, was haben wir denn da? Ach, der ist oben. Oder was? Den schnapp ich mir. Ich glaube, das ist nämlich ein Dieb.
Oh. Ja, ich bin unten. Vor ihm unten angekommen. Ich bin besser als er. Alter, die Wurfmesser würde ich ihm einfach ein Wurfmesser an den Kopf donnern. Ja, klasse. Alter, wie er schon wieder weg ist hier. Ich hasse es zu verfolgen. Weglaufen ist viel einfacher. Du solltest nicht hier oben sein, Stolto. Da, lass ihn nicht entkommen. Runter, ich bin bei dir, Fratello. So, hat das irgendwas gebracht? Bam. Na. Jawohl. Na. Zack. Damit habe ich auch ihn. Wie sie alle auf den Dächern sterben. Gefährlich, die Dächer. So, da ist der Ausgang. Wunderbärchen. Oh, cool. Okay. Da drin kann man sich auch verstecken. Nee. Alter, Fresse halten, ihr Spastis. Will die mir auf den Sack gehen schon wieder, ne? Unglaublich. So ein Schatz. Meiner. Mein Schatz. Oh, schöne Gegend hier. Hui, Blumenbeet. Und noch ein Schatz. Den schnappe ich mir natürlich auch direkt. Ich würde sagen. Hopp, 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 hopp. Nice. Das war ja easy, da hochzukommen. Dann würde ich sagen, synchronisieren wir mal fix. Und dann geht's weiter mit der nächsten Hauptmission. Ach ja. Ja, ja. Oh, oh, oh. Oh, ja. Ich will's ein bisschen spannender machen, deswegen. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer. Ich möchte helfen. Va bene. Dann hör gut zu. Okay. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden. Obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Ich war schon in der Stadt. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht. Also werden wir dort zuschlagen. Gut. Wie man in den Wald ruft, Mario und seinen Männern beim Attentat auf Vieri de Pazzi helfen. Wird gemacht. Durch das Südtor gehen wir rein. Okay. Ach, Mario, komm. Da lang, okay. Da ist das Südtor. Wieso nicht gleich hier hoch? Ist doch viel einfacher. Hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige. Yeah, das Wurfmesser! Endlich! Oh, guck mal, die laufen gegen die Türen. Wir sind dumm. Waffenauswahl. 10 Wurfmesser haben wir. Ups, ups. So. Den Waller klemmen. Jawohl. Wählen Sie Ihr Wurfmesser. Benutzen Sie, ja, um ein Feiner. Ja, wie im ersten Teil praktisch. So, einen gibt es noch. Den da oben.